Warum kein Nest 2 Ranked Stream? Junge, weil Dead Game. Dead Game. Es geht übrigens, Party. Junge, wir machen jetzt wieder Real Game Grind. Okay, ich habe jetzt schon Gegner gefunden, Digga. RK03, keine Ahnung, wer das ist. Hoffe auf Banjo. Yo, danke für dein. Junge, jetzt ein Jahr Sub. Ein Jahr Sub. Bester Mann. Boah, leider kann man den Sub-Badge nicht sehen, weil du hast ja dieses First-Ding. Sonst hättest du, glaube ich, jetzt das Chaos-Sub-Badge. Krass. Ja, aber danke für deinen Support, Mann. Aber ich bin ja auch treuer Abonnent bei dir. Ein Jahr streamt Ente, ja, Mann. Aber inaktiver als Patty. Und Junge, ich stream inaktiver als du. Wäre geil. Ey, aber jetzt ohne Scheiß, bei NRW Cup würde ich sogar actually Banjo consideren. Also in manchen Matchups, also vielleicht spiele ich noch gar nicht, kommt natürlich aufs Matchup an, ne? Wenn es jetzt so ein Bracket ist, wo ich 30 Snakes kriege, 50 Swordies und 5 mal Palu, dann würde ich den natürlich nicht zocken. Aber wenn da, keine Ahnung, Diddy Kong oder so ist, oder irgendein Matchup, wo ich sehe, okay, da wäre Banjo vielleicht actually gar nicht so schlecht, dann würde ich tatsächlich den auspacken. Warte. Ach, da steht B, Digga. Ich bin ehrlich, ich habe jetzt auch keinen Bock extra für ein Turnier, habe ich jetzt auch actually keinen Bock, einen neuen Charakter zu lernen, so, weißt du, das sehe ich nicht ein, so, weißt du, das ist ein scheiß Turnier, so, da, dafür lerne ich jetzt keinen neuen Char, da tue ich lieber die alten Chars, die ich eh schon kann, lieber ein bisschen verbessern, so, ne. Okay, aber ich spiele jetzt trotzdem mal Min-Min. Er spielt Pikachu, Digga. In so einem, Junge, jetzt hätte ich lieber Banjo gespielt. Jetzt siehst du gleich das schlimmste Matchup von Min-Min, aber egal, alles gut. Das ist schon mal die Practice für Shiny Mark, damit ich den bumsen kann im Bracket. Alles gut. Alles gut, Kid. Chat, Ruhe. Yo, was geht, Puria und Tapsi? Tapsi, mein treuster Mod auf jeden Fall. Junge, ihr könnt jetzt gleich sehen, wie ich fucking, wie ich Min-Min gegen Pikachu spielen muss, Mann. Das Matchup ist ass. Okay, egal, Junge, scheiß drauf. Gerade erst zu Hause, weil Bahnstreiken, boah, hart. Ja, ich habe heute nur bis, ich habe Freitag immer nur bis 12 Uhr Schule. Deswegen kann ich jetzt schon streamen. Aber bei mir hat auch Bahn gestreikt und ich musste eine Stunde auf Bus warten, richtiger Scheiß. Ja, Junge. Ey, wenn das Matchup als Pikachu verliert, Skill Issue, actually. Also ich habe heute auch keine Runde gespielt, ich bin nicht mal warm. Oh mein Gott, ich wollte dich ja dodgen. Ich muss erstmal reinkommen, Mann. Auch wenn ich wahrscheinlich danach eh Counter picken werde, weil das Matchup ist richtig kacke. Ich wäre gestorben, wenn die Bäcker getroffen hätte. Egal, der Pikachu ist actually nicht so gut. Also ist actually winnable. Das heißt, aber ich muss halt ein bisschen clean spielen. Alter, es kann schon killen, ne? Oh
Ja. Ich krieg ihn nicht gekillt einfach. Der Song ist Action Banger, Alter, ist doch geil. Bruder, er kann meinen Down-Tilt back-airen. So ass ist das. Ich kann nicht mal. Das war ein Perfect Space Down-Tilt. Ich kann einfach nicht mal das machen, oh mein Gott. Das God Snapbacks wäre eigentlich ein Grip gewesen. Ich wurde von der AB gekillt einfach. Egal. Ey, ich sag ehrlich, eigentlich war das winnable. Ich habe nur total scheiße gespielt. Also ich hab Misseputz gemacht. Weil ich halt jetzt nicht so warm bin, aber egal. Scheiß mal auf das Matchup. Das wird eh keiner spielen. Die Frage ist, soll ich jetzt Steve spielen? Oder einfach mit Banjo das Matchup practicen? Pika AB. Boah, aber ich will das Match auch mit Steve lernen, Digga. Okay, wir machen so. Ich spiele jetzt eine Runde Banjo. Aber falls ich gewinnen sollte, spiele ich danach Steve. So. Aber mein Banjo ist rusty, Junge. Ich sag ehrlich. Egal, scheiß drauf. Junge, jetzt die Smash Bros. Jetzt auch nicht so wichtig. Also wenn ich da jetzt Punkte verliere, juckt mich jetzt eigentlich auch überhaupt gar nicht. So, deswegen, ja. Wir gehen auf Town. Sonic. Ja, Sonic ist an sich auch machbar mit Steve. Du musst halt nur komisch spielen. Das ist ein komisches Matchup auf jeden Fall, aber die Frage ist, ob Banjo besser ist als Steve in dem Matchup. Das ist eher die Frage, die man sich stellen sollte. Ja, das ist gut gegen Pika. Ja, Mann. Loki ist Banjo besser, aber gegen Pika als Steve. Loki schon. Ja, weil Steve wirklich kacke ist gegen Pikachu. Aber Banjo ist actually ganz okay dagegen. Aber mein Banjo ist krank rusty. Junge, wie viel Range das alles hat. Nice. Oder Spot Dodge jedes Mal. Eigentlich müsste ich den F-Smash reinknallen, die Fresse dafür.
Digga, er Pancake durch alles. Ja, diesmal die Fähre geriddelt. Das Free Talk, der langweiligste Char ever gegen zu spielen, es ist legit nur dasselbe. Nein, ich wollte von der Stage gehen, Mann, damit das safe wäre. Kann das immer machen, der punisht das nie. Wahrscheinlich checkt er nicht mal, wie man das punishen soll. Jetzt kommt gleich Fanda. Oder nicht? Ich muss so Quantenphysik machen, um zu recovern, wenn ich mit Steve einfach nur Side-B drücken muss. Guck mal, was das für ein Unterschied ist an Side-B. Okay, ich kann mit denen auch Side-B drücken, nur dass hier eine Ressource ist, die ich nicht so einfach wieder kriege. Ja, er drückt nur Dash-Tag. Ist so, Alter. Banjo soll auch mal meinen. Der soll mal Wonder Wings ein bisschen meinen gehen. Und so seine Feuer-Eggs aus Banjo-Tooie und so holen. Der drückt nur Back, ey. Das ist so... Behindert. Okay. Okay, okay. Leute, alles gut. Banjo macht schon. Banjo macht schon. Trau Japan Banjo bringt die Meta-Winning für Banjo. Ja, okay, komm, wir bleiben Banjo. Scheiß mal darauf. Wir machen für den Content. Wir machen für den Content, Jungs. Am Ende der Counter pickt jetzt irgendein scheiß Charakter. Okay, macht er nicht. Ja, okay, ich bann mal Yoshi's Story, weil das ist, glaube ich, ziemlich scheiße. Ich kenne, Junge, ich habe wirklich keinen Plan von Pikachu, ne? Komm, man merkt, Alter. Dann noch, ich weiß nicht, was der für gute Stage, also ich weiß, dass Carlos gut ist, aber Carlos ist halt auch gute Stage für Banjo, so, ne? Deswegen weiß ich nicht, ob ich es bannen will. Battlefield habe ich auf jeden Fall keinen Bock. Und, ja, komm, wir bannen Small Battlefield. FD ist mit Banjos beste Stage. Ich glaube, FD ist actually okay. Also, es kommt halt auf Charakter an, so. Okay, er hat FD, genau, war alles gut. Banjo ist gut auf FD. Mhm. Egal, ihr kennt Banjo FD nicht. Ihr kennt Banjo FD nicht, Jungs. Chillt mal. Ihr kennt diesen Banjo auf FD nicht. Der ist zwar rusty, aber scheiß drauf. Hä, Junge, das wäre actually Damage gewesen, aber egal, ich wollte Kombon. Der Tomahawk F-Tilt. Mann, ich frag mich, wie Toiguri das Matchup spielt, Digga. Locker gibt's auch Bots. Okay, da hätte ich actually einfach F-Throw machen sollen. Bei unter 100% ist das eh meistens S. Scheiße, ich wollte nicht Dashback, ich hab's gewusst, der Spot Dodge. Der Dashback Missinput, Junge.
Das war clean, Digga. Kann mir sagen, was du willst. Ich wollte tacken, Digga. Kam nicht an, cool. Aber das zu tacken on Wi-Fi ist auch legit unmöglich, Alter. Was auch nichts trifft, Junge, weil alles gepancaked wird, Junge, ist so lächerlich. Okay. Genau das meine ich, Alter, das ist so broken. Mann, ich wusste, er jumpt. Das wollte ich nicht. Das wollte ich schon. Digga, dass die Side, was Wonderwing Sweet Spot hat, ist der größte Kriegsverbrechen ever. Wonderwing sollte immer gleich stark sein. Besonders bei so einem Move, wo ich nur 5-mal einsetzen darf, Brustock. Ist halt stupid. Ja, Mann. War so geplant. Ja, Mann, war auch so geplant. Junge. Digga, 2% mit einem Move. Ja, ich werd von Abwehr gekillt, Junge. Oder meine Hitboxen. Ja, Mann. Scheiße. Nicht gekillt. Na, what the fuck? Ich schwör, mein Kart hat da gekillt. Ich schwör, da wo ich die Wonderwing getroffen hätte, mein Kart hat gekillt. Ja, genau, er denkt auch, er hat Skill. An die scheiß Ding mal explodieren. Scheiße, ich dachte, der masht nicht. So als Mix-Up-mäßig. Junge, wie dumm. Ich hätte einfach nur Up-Tilt machen sollen, Digga. Ich dachte, der masht halt einfach mal nicht, Junge. Scheiße, Mann. Egal, Mann. Digga, was geht's da jetzt? Digga, war halt 50-50, Junge. Ich hab bisher immer Up-Tilt gemacht, Digga. Und da habe ich jetzt einmal den Mix-Up gemacht.
Digga, was willst du jetzt von meinen Eiern, Junge? Bro, ich versuche. Junge, ich hätte natürlich Steve nehmen können, ich hätte diese gewonnen, Digga. Was willst du von mir? Ich habe jetzt nur versucht, Banjo mal zu practicen im Matchup. Spielen muss. Woher, was redet Tabs hier eigentlich, Mann? Kann man aber Automat gewinnt immer. Ach so, ihr redet über. Hä, Digga, jetzt muss ich gegen Ings Chiron. Digga, wer zur Hölle ist Chiron, Junge? Digga, der spielt. Boah, der spielt fucking Yoshi im Himmel. Ich spiel jetzt Steve, Junge. Ich muss wieder ein bisschen warm werden mit Steve. So, ich sollte vielleicht mal eine Lobby machen. Obwohl, ne, er will hosten. Er hat einen Chest drauf. Hey, ich auch, Mann. Ich wurde auch angeschrieben wegen Pot. Ja, ich hab. Der hat mir auch wieder diese Rechnung geschickt, Digga. Aber ich hab so eigenes Formular. Also, der hat geschrieben, man muss nicht dieses Template nehmen, also das, was er geschickt hat. Man kann auch einfach eine eigene Rechnung schreiben. Und ich hab da so ein. Ja, ich schick ihn dann einfach mein Standard-Rechnungsformular, so, dann passt es. Ach du Scheiße, der spielt Mimmin, Digga. Bruder, gar keinen Bock, Junge. Ich komm von der Schule, Junge. Ich hab 3 Tage kein Smash gespielt, Junge. Jetzt muss ich Steve Mimmin spielen, aber egal, Jungs, alles gut. Ich bin eigentlich gut in dem Matchup, aber im Wi-Fi ist es ein bisschen schwieriger, als es offline wäre. Egal, Mann. Wir nehmen die Practice auf jeden Fall mit. Ja, also ich will auf jeden Fall kein FD, kein Town. Boah, Carlos könnte man Loki nehmen. Ja doch, Carlos bleibt und PS2 oder Carlos. Smash Unite wird geil, Mann, ja. Aber Smash Unite ist so nur eine Stunde von mir entfernt, Digga. Das wird eine chillige Anreise auf jeden Fall im Vergleich zu meinen letzteren Turnieren, die waren nämlich alle scheiße von der Anreise her. Und annoying und so. Lass mich bei dir hausen. Ja, kannst kommen, ruhig. Komm ruhig mit. Kannst ruhig kommen, Alter. Also, ich müsste natürlich erstmal meine Eltern fragen, aber ich denke mal, die haben eh nichts dagegen. Ja, dann komm, ist mir relativ recht eigentlich. Anfahrt ist eh nicht so schlimm. Ich glaube, wir müssen halt einmal nach Schweinfurt und dann von Schweinfurt aus nach Würzburg und dann halt noch eine Station und das war's dann eigentlich. So, erstmal hier Damage gemacht. Okay, ich zeige euch jetzt kurz mal, wie man das Matchup spielt, so optimal. Man muss nämlich, ich nenne, das ist nämlich das Skywars Matchup. Hat actually eine gute Verbindung, ne? Hier, Minecart, Skywars. Ich bräuchte aber erstmal bessere Mats, weil sonst kann ich mich nicht so gut einbauen. Scheiße, ich wollte rausdenken.
Gern. Alter, dass da getrippt bin. Ja, ich habe mittlerweile schon 2 Diamonds. Das Matchup Optimal spielt ist halt ein bisschen lame zum Anschauen, aber egal. Und wann ist Steve Gameplay auch mal hype? Nur meins, ne? Stimmt, da war ja was. Ich hab's gerade vergessen. Ich hab's gerade actually vergessen. Er macht das die ganze Zeit. Okay, er ist tot. Ja, ist tot. Ja, Mann. Junge, ich war letztens wieder bei Dönerladen. Der ist so juicy, Junge. Du weißt gar nicht, Luke, Digga. Ich hab gespot-dodged. Egal, okay, alles gut. Ja, ich bleib mal dabei. Das Matchup ist definitiv even für Steve. Man muss halt einfach nur. Der Steve muss mehr worken als die Mimmin. Das ist das einzige Problem am Matchup. Deswegen, die meisten Leute fälschlicherweise sagen, dass das Matchup irgendwie losing ist für Steve oder so. Weil es halt eins der wenigen Matchup ist, wo Steve mehr worken muss. So. Ja, Mann. Also, das Matchup ist wirklich wie man. Er ist bei euch teuer geworden. Also der ist ein bisschen teuer geworden. Ich glaube, der kostet jetzt 5,50 Euro, Digga. Aber ist immer noch voll okay. Gegen Min-Min macht man es für den Char noch gut Stück schwieriger. Ja, ja, definitiv. Wenn man so ein paar. Also, wenn Min-Min zum Beispiel, man weiß, okay, die grabbt, dann kann man eigentlich immer reinrollen und irgendeine Option machen. Man kann teilweise sogar Rolle S-Smash oder so einen Scheiß machen, so, ne? Weil dieser Grab hat so viel Lag von Min-Min. Also, jetzt so viel Lag. So, ne? Wenn man das Call-outet, dann ist es eigentlich schon hart Punish, so, ne? Dann ist schon ein geistkranker Punish auf jeden Fall drin. Die Town und. Boah, was will ich jetzt bannen? Loki Smashville. Smashville ist actually schlimmer, glaube ich. Nochmal PS2. Digga, was hat mein Mod gemacht? Ja, chill mal, Luke. Du musst dir VIP verdienen, Junge. Bei mir VIP nicht free to play, ne? Ist nicht free. Man bekommt VIP, wenn man Skylanders Challenge schafft. Ab sofort nur noch. Jeder, der Skylanders Challenge schafft, kriegt VIP so auf diesem Kanal. Alles davor zählt nicht so, ne? Okay, jetzt habe ich actually gerade 10 Sekunden nicht aufgepasst. Das meine ich halt, wenn man halt nicht konsequent das Matchup spielt, dann wird man halt zerstört so. Und dann kommt die Illusion, dass das Matchup irgendwie krank scheiße ist für Steve. Obwohl es halt überhaupt nicht so ist. Jetzt habe ich halt, ich muss halt die ganze Zeit einfach nur campen. Ja. Ja, den Stock habe ich weggeschmissen, Digga, sag ich ehrlich. Ich darf nicht auf Chat gucken, wenn ich das Matchup spiele.
Okay. Man muss drei Blockwände machen und nicht zwei. Egal, wir sind wieder back. Gewusst, der macht noch mehr Getup. Scheiße, ich hatte kein Minecart mehr, weil das von den Amboss. Ja, jetzt habe ich keine Axt mehr, das ist natürlich scheiße. Winnable, winnable. Kein Minecart, kein Minecart. Er rollt immer, Junge, warum fand ich das nicht? Scheiße, Junge. Nein, Junge, mein Schild kam nicht rechtzeitig raus, Junge. Scheiße, Junge, das war gechoked eigentlich. Eigentlich hatte ich das easy in der Tasche, ne? Egal. Was für die Schule, Junge. Jungs, ich guck gleich auf Match, aber es muss diesen Shit hier gewinnen. Okay, wir gehen auf Carlos. Carlos ist nämlich besser als PS2. Boah, wie jetzt laggt dieser Bastard. Digga. Hm.
Ich hab geerdert, aber egal. Junge, das wollte ich gar nicht. Spielt's auch gerade wirklich nicht optimal, Digga, muss ich dazu auch sagen. Von was wird jetzt mein scheiß Eisen gefressen? Irgendein Shit wird ein Eisen gefressen. Ja, das ist gut. Aber ich weiß nicht, ob ich es gewinne, Digga, weil ich spiele gerade echt das Matchup nicht gut. Ich liebe Steve, Alter. Junge, Alter. So spielt man das Matchup, Jungs. So spielt man das Matchup. So und nicht anders, Jungs. Ah, scheiße. Ey, der war Platz 15 oder so auf Matchbox, Alter. Scheiße, Junge. Oh, lol, Joni hat mich geradet. Yo, was geht? Was geht, Mann? Danke für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Stream. Joni auf jeden Fall auch nicer Lucario Main. Lass gerne bei ihm vorbei. Ich lass mal einen Shoutout. War das dieser Italiener, Digga? Non lo so, Joni, non lo so. Egal. Ja, wir machen jetzt ein bisschen weiter. Ja, Joni kennt Italienisch. Also, ich glaube, der muss das mal für Schule oder so machen. Deswegen weißt du Bescheid. Okay, wir machen direkt weiter. Wir lücken nie wieder. Junge, wäre voll chillig, hätte ich Italienisch in der Schule. Ich wäre locker. Das wär Fach. Ich müsste gar nichts lernen. Okay, vielleicht müsste ich so ein paar Vokabeln lernen, so. Also ein bisschen, So ein bisschen Stuff müsste ich schon lernen, so, weil jetzt mein Italienisch jetzt nicht 100% clean ist, aber so an sich wäre das easy Fach, so. Weil ich ja Muttersprache habe, also zumindest vaterlicher Seite. Boah. Digga, war eigentlich Weep hier? Junge, Weep war wirklich hier. Boah, wir spielen jetzt gegen fucking. Wir spielen jetzt gegen Fairy Seal. Yes. Okay, der spielt Schulk. Ich weiß, dass der Schulk spielt.
Aber genau deswegen will ich mal Min-Min probieren im Matchup. Ich habe bisher noch nie Min-Min gespielt im Matchup. Ich spiele normalerweise mal Steve in dem Matchup, weil ich ziemlich gut mit Steve gegen Schuld bin. Aber ich will es mal Min-Min ausprobieren. So, Achso, stimmt, ich muss den ID schicken. Digga, was habe ich eigentlich für eine komische Playlist? Das ist nicht meine Playlist mehr, jetzt ist das irgendwie abgewischt oder so. So. Jetzt haben wir noch meine Playlist. Tschüss. Okay. Ich glaube, das Matchup ist zwar losing für Min-Min, aber ich glaube, es geht auf jeden Fall noch fit. Sag ich ehrlich, wie es ist. Oh, ich habe sogar mit Buster noch dieses Damage bekommen. Speeder ist halt krass gegen Min-Min. Wie man sehen kann. Boah, der Konter ist so ass. Habt ihr das gesehen, Junge? Was ist das für ein scheiß Konter, Junge? Holy fucking hell. Never use Shulk Counter. Also ich würde mal behaupten, der ist jetzt nicht so krass in dem Matchup. Oder, ja okay, ich bin auch krass in Shulk Matchup, will ich auch mal dazu gesagt haben, ne? Aber... Oh, perfekt ist... Nein! Die Downer war ein Missinput. Trotz Spot Dodge. Das war der cheesy ass Stage Spike. Ja, was? Ja, Smash.
Yoshi ist in Battlefield. Wo nochmal bist du? Ach, ich sehe gerade auch übrigens, habe im Titel das falsch geschrieben. Das heißt Matchbox. Ich habe davor nicht nochmal nachgeguckt, wie es wie die Seite hieß. Ich habe nur gedacht so, okay, davor hieß Smash Bros, jetzt heißt irgendwas mit Box. Da wird's wohl Smashbox oder so heißen. Ich muss gleich nach dem Kampf auf jeden Fall verbessern. Ich lebe noch. Smash Bros und Metro, du hast einfach gemein. Gemixt, ja Mann. Junge, so müssten die das Ding eigentlich wirklich heißen, nennen so. Besserer Name als Matchbox. Ach du Scheiße, Junge, was ist das für Drift? Schwör, mein ausgedachter Name ist besser, Digga, ich sag ehrlich. Ich sag ehrlich, hart auf hart, wie es ist. Scheiße. Scheiße, ich dachte, der grabbt, Junge. Das war der preemptive Spot Dodge der Welt, Junge. Okay, nice. Jetzt haben wir gestorben, weil ich schlecht Spot-Dodge gemacht habe. Ich sollte vielleicht damit aufhören. Da wollte er zu viel. War Schulk on Stream. Jo, was geht? Finn Crisp.
Ja, ich will sagen mal so, er war on stream, aber jetzt ist er gone, weil das war schon das letzte Game. Tante Matchmaker. So. Ich glaube, ich muss noch Min-Min lernen. Junge, du musst Banjo und Min-Min lernen, dann wärst du einfach dann wärst du wirklich ich, Alter. Dann wärst du Ente 2021 oder so. So, jetzt habe ich es mal beendet. Junge, Party, komm, Banjo, Ditto, los! Onstream, Junge, komm, gegen mein Banjo. Es gibt 50 Ente in DE, woher soll man wissen, wer wer ist, lol. Es geht, Happy Life. Rentner. Aber es gibt nur ein Ente, der auf EU-PA oder DE-PA ist. Da weiß man auf jeden Fall, wer gemeint ist. Mach mal noch ein Set, bin gerade Küche. Okay, ich mach noch ein Set, aber danach wird dein Banjo genasht. Genockt, Junge. Scheiße. Digga, ich muss mal kurz was in den Chat schreiben. Ich will sehen, ob meine, Scheiße, Junge, mein Sub-Badge ist weg. Ich muss wieder meine Sub-Badges reintun. Stimmt, ich hab ja mal mein Affiliate verloren, dann musste ich es neu machen. Und deswegen habe ich meine ganzen Badges und so, glaube ich, nicht mehr drin. Hauptsache, die Emotes waren aber noch drauf. Das ist auf jeden Fall stabil. Scheiße. Bonus 776336. Okay. Schau mal, Patty, für den Content. Banjo Game One. Gegen Pac-Man, Junge. Was ist denn das, Junge? Ja, nur für dich, Party, nur für dich. Gerbel hosten. Ja, Pac-Man ist immer nicht so ein nerviges Matchup, heißt, das geht schon, wird schon okay sein. Was machen wir nochmal gegen Pac-Man? Ja. Ich mach einfach mal den Stuff, auf den ich hier keinen Bock hab. Carlos habe ich auch keine Lust. Ich hoffe, da lass mal PS2 oder so offen, dann kann man immer 5 starten. Ach. Never mind. Ja, ich starte mal auf FD. Okay.
Pack Chris hätte da jetzt gegrabt, Junge. Meine Chris-Erfahrung in dem Matchup in Squad Strike mit Banjo, die ist zu krass. Der wird keine Chance haben. Junge, wenn der Char einfach Frame 1 Invincible wäre. Bei seinen scheiß Wonder Wings, das wäre so geil. Boah, er leckt noch. Schön Todescancer oder Bumuki. Jo, Bumuki kenne ich noch, der war doch Ulima Main. Aber der hat schon doch 10 Jahre nicht mehr gespielt, das Game, oder? Das letztes Turnier war irgendwie Smash Week oder so, oder? Also schon irgendwie 3 Jahre her. Oder 4 Jahre. Auf jeden Fall kenne ich ihn noch. Und wir sollen mal irgendwas durch reinmashen, dann kann ich ihn nämlich aufsmashen. Das killt nicht. Bro, mein Schild? What the fuck? Ja, ich werde. Also gegen den verliere ich nicht, Junge. Gegen den verliere ich nicht, Mann. Der Pac-Man ist nicht so krass. Da weiß ich mal, dass man sein Combo abschließt mit Grabs nach der Fair. Ich weiß sogar mein Krusty Ass Pac-Man, Junge. Hä? Guck mal, was der für Connection hat, Junge. Was ist das? Alter. Hätten auch alle mehr Leck vertragen bei ihrem scheiß Moves. What the fuck? Der ist in der Luft hängen geblieben? Bro, das Ding zu grabben ist so schwer. What the fuck? Wie hat das sich getroffen? Okay, Junge, die Krusty Leggy Fair, Junge, hat's gemacht. Beste. Bumuki ist inaktiv, aber hat halt. Aber war halt der Banjo Main zu meiner Zeit. Das war so kräftig. Bumuki hat Banjo gespielt. Hey, ich kann von Bumuki nur sein Captain Falcon und Ulima. Das ist geil, dass der überhaupt ein Banjo mal hatte. Doll. Mir so ein Döner geholt, Digga, hatte so Bock, Junge. Döner hätte ich jetzt auch Bock. Aber habe ich mir gestern geholt. Natürlich bei der Ehrenbruder-Dönerei von meiner City. Jetzt ja seines Seins und Ult Benjamin. Lol. Ja, das wusste ich auf jeden Fall nicht. Interessant zu wissen.
Meiner for real der beste. Junge, deiner ist ass im Vergleich zu meinem, Junge. Meiner ist clean. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Hart auf hart, wie es ist. Meiner ist beste Döner. Auf Welt, Bruder. Auf Welt. Auf Welt sogar, Bruder. Ich geh so hoch. Damit Longo und Sir John abbecket. Okay. Deiner zweitbester, Bruder, Junge. Also mindestens zweitbester. Alles darunter kann ich nicht akzeptieren, Junge. Sonst hast du Bad Kissingen Verbot. Der Bastard kriegt Bad Kissingen Verbot. Aber juckt, Junge, Bad Kissingen kennt ihr keinen Schwanz. Digga. Kissingen wild war da schon. Ja. Ach echt? Ey. Ich dachte gar, Lukas die Nachricht geschrieben. Du musst ehrlich mal bei mir essen. Ja, weil wie soll ich zu dir kommen? Kann ich bei dir überhaupt hausen, ohne dass ich umgebracht werde von deinen Eltern? Locker nicht. Broken. Aber ich kenn zum Glück den Counterplay dagegen. Einfach nichts drücken. Wenn ich jetzt gejumpt hätte, ich wäre tot gewesen, Jungs. Ich wäre tot gewesen. Digga, wie der Bastard laggt. Guckt euch an, was der für Connection hat, Junge. An mir kann es nicht liegen. Meine Glasfaser, 1 Million K-Leitung, 1000 K-Leitung, Digga, die wird nicht gebumst. Digga, Bad Kissingen Gym geht Retalk hart. Auch wenn ich da schon wieder einen Monat nicht war, Digga, weil ich so ein fauler Stück Scheiße bin, Digga. Sag ich die Art of Art, wie es ist. Ah, liegt auch an meiner Schule, Digga. Meine Schulzeiten sind ass. Nach der Schule habe ich nie Bock, Junge, wieder hinzugehen. Scheiße, Junge. Die Wandering wollte ich nicht wasten, aber geil. Wir campen jetzt einfach geistkrank. Und er dodgen. Cool. Ich guck gleich auf Chat, Jungs. Ich muss hier erstmal diesen komischen Pac-Man besiegen. Der mich hier ein bisschen abfuckt. Das Matchup ist eigentlich auch ass, Junge. Hat Benjo eigentlich Matchups, die nicht ass sind? Loki Sonic. Junge. Und so Heavies. Heavies sind gut. Spanjo gut. Egal. Das ist safe. Der wird eh damit nicht treffen, Junge. Das ist zu ass. Siehst du, er trifft zwar damit, aber kann nicht confirmen. What the fuck? Digga, wenn dieser Schwanz nicht laggen würde. Bro. Unsafe on hit, der beste Move im Game, Jungs. Und nicht mal nach oben schmeißen, Digga. Süß Party Wins Musik.
Ach, Junge, Alter. Oder ich würde tacken, oh, Wi-Fi ist unmöglich, Digga, ich sag ehrlich. Ich glaube, ich wollte es wieder für tacken. Boah, Junge, ich hab wirklich keinen Bock, gegen diesen Bastard zu verlieren, Junge, ich nehme jetzt Mimpitz. Was hast du jetzt eigentlich geschrieben, Luke, Digga? Wo meine Eltern würden locker hausen lassen. Ich sag, bist Homie und die lassen, hab halt zwei Hunde. Digga, ich hatte auch mal zwei Hunde. Hat dir meine Mutter mal die Story mit meinem zweiten Hund erzählt? Ich glaube nicht. Als du da warst. Aber der hat die Chris erzählt, das weiß ich noch, als er da war. Ne, hat die nicht. Das nächste Mal, wenn du kommst, kann sie dir erzählen. Ich habe jetzt keinen Bock hier zu erzählen. Was sag ich, Chris? Weil Chris hat auch mit meiner Mutter gesprochen und da haben die auch über meine Hunde geredet. Weil der mag ja auch Hunde sehr. Mein Hund, Junge, mein Hund ist clean, aber ist ein Bastard. Mein Hund ist clean, aber ein Bastard. Sag ich dir hart auf hart, wie es ist. Jetzt, ich, Junge, mein Hund hat mir noch nie gemacht, Junge, der hasst mich. Der bellt immer, wenn ich komme. Bruder, wenn ich aufstehe von meinem Bett, Junge, der bellt. Der hat gar keinen Bock auf mich. Gemerkt, Junge, der hat's was gekickt. Der weiß auch, ich spiel Mimmin, der Wasser hat einen Schmarrn. Aber ich mit Mimmin fast mal Mozza Reverse Free Out. Das war ganz knapp, das war Game 5 Last Hit. Ich hab zwei Games mit meinem Steve gegen Mozai verloren. Das war zwar auch alles Last Hit und dann habe ich der Counterpick hat fast Reverse 3-0 gewonnen. Also ich würde mal sagen, ich kann das Matchup. Aber halt bitter, Junge, ey, das wäre so krass gewesen, hätte ich das gemacht. Bro. Ja. Bro, dieser F-Switch hat so wenig Lag, das ist gottlos. Ich würde interessieren, wer was hat weniger Lag? Steve F-Smash oder Pac-Man F-Smash? Gefühlt Pac-Man. Aber dafür hat Steve F-Smash mehr Shields dann. Also es ist Saver und Shield. Aber was generell weniger Lag hat, das weiß ich nicht. Beides Wichser. Ja, für dich schon, Junge. Boah, mit Mimmin kann ich auf einmal tacken, Alter. Clean. Mit dem Mimmin kein Problem, Jungs. Also, wenn NRW Cup irgendwelche komischen Pac-Mans kommen, Junge, die werden alle gebumst. Ich sage ehrlich, wie es ist. Die werden alle gebumst. Wieder 5. Was? Game 5 verlieren. Dein Ass wird so hart Game 5 Last Hit ge-F-Smashed werden, du Bastard. Du weißt schon, dass es passieren wird. Bro, du bummst mich gar nicht, Junge. Du wirst gecounterpickt. Da kommen meine Secret Character, Junge. Du Bastard. Da kommen die Undercover Chars, Junge, die kennst du noch gar nicht. Dann bist du gebumst.
Bro, what the fuck? Oh, der Boss ist tot. Ist er weg. Digga, er denkt auch, ich spiele Min-Min in diesem Krusty-Ass-Matchup, Junge. Bro denkt auch, ich will Selbstmord. Ich bin selbstmordgefährdet. Swingel. Swindert, Junge, wenn du das glaubst. Digga. Sag ich dir, Art of Heart, wie es ist. So. Even Matchup, Bro. Bro, das least even Matchup ever. Least even Matchup in the game, Bro. For real. Digga, wie viele Punkte habe ich jetzt eigentlich aus... Digga, ich habe jetzt 18k, Junge. Digga, muss so fett grinden, damit man hier vernünftige Spots kriegt, Junge. Fuck me so. Egal, Luke. Junge, Luke, weißt du jetzt eigentlich, wer bei uns dazukommt, Junge? Irgend so ein Knecht oder so. Aber dieser Hype, der bleibt bis Montag, Junge. Reset nimmer benutzt. Ja, Digga, ich hab paar Games gezockt, aber Smash Bros. Bockt eigentlich nicht so. Digga, irgend so ein Schwanz. Ja, Junge, irgend so random. Digga, for real, man, was soll die Scheiße? Egal, aber der hat noch nicht zu... Also, Brian hat ja geschrieben, oder Longo, ja, dass er bis Montag bleibt, Digga. Und dann wahrscheinlich... Bleibt, kommt er jetzt doch nicht, Digga, weil wir bleiben ja nur bis Sonntag. Ne? Ey, aber Longo, Junge, der geht einfach weg, Junge, was soll die Scheiße? Ich will auf Paris mit einem random Schwanz aus. Ja, Digga, tu mal Felix anschreiben, diesen Bastard. Ich will Felix schon mal joinen, Junge, dann wäre das kranker Squad, Junge. Dann wäre heftiger Squad. Aber Felix leider broke. Der kann sich nicht leisten, Paris. Der ist broke, der Bastard. Junge. So ein Bastard. Egal, was willst du machen, ne? Digga, ich weiß ja auch nicht, ob ich weiter streamen will, Digga, weil ich hab ehrlich keinen Bock auf Smash Bros. Gerade, Junge. Da spielen nur komische Leute, Junge. Da spielen Retalk nur queere Menschen. Deswegen weiß ich nicht, was machen soll. Mach doch endlich Arena. Ach so. Ja, Junge, Party chill, Junge, chill. Die Arena wird gemacht, Junge. Ich hatte jetzt eh schon keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. So, Party, Digga. Na, warte. Hier ist Code. Komm ran, Junge. Ich zeig dir kurz meinen heftigen Banjo, Digga. Der ist clean. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Wie ist eigentlich Audio von Stream? Wie ist sie clean? Ist cleaner Audio? Patti, sag mal, Digga. Sag mal kurz. Lass so machen. Okay. Cleaner Audio, Digga. So muss. Bin drin. Okay, warte. Lest doch, du Schwanz. Ja, lass so machen, ja, Digga. Warte, der ist zu... Bro, lass auch dippen, wenn dann ein... Random kommt, ehrlich, KW. Ach so, ja. Yeah. Ja, Junge, lass machen. Ja, Junge, ich bin professioneller Streamer, Junge. Ich kann nicht alles sehen, was hier in den Chat gespittet wird, Junge. Ja, Junge, aber ich sag dir ehrlich, wenn da irgend so ein Schwanz kommt, Digga, der unser Klo vollballert, Junge, mit irgendeiner Scheiße. Und ich danach nicht mal mehr beim Pennen die Scheiße nicht riechen muss, Junge. Dann gar keinen Bock, Junge. Am Ende kommt so ein fetter Gamer oder so, Digga. Digga, nochmal wie ekelhaft. Bro, wieso? Ich bin on stream, ne? Ich darf jetzt nicht alles droppen, Digga, was wir so für Jokes machen, Digga. Mit den. Digga. Ich werd gebannt sonst auf Twitch. Party, Digga. Was ist los? Der Banjo free.
Oha. Oha. Alles gut. Ich hab gewusst, alles gut. Ja. Alles clean. Komisch, dass Patty die 10 eine 10 mal bessere Connection als dieser Schwanz-Pac-Man, Junge. Und dieser komische Pikachu, der hat auch mies die Ass-Verbindung, würde ich mal gesagt haben, ne? Ja, Patty ist clean, 50.000 G-Leitung, Junge, der Bastard. Okay, alles geplant. Tschüss! Alles gut. Gesaved. Alles gut, weil war so gewollt. Da wollte er los, Junge, da wollte er los. Da wollte er los. Alter, was für ein Nate? Tschüss. Bei der Connection kann ich taggen, Junge. Digga, diese Up-Ass ist so ass. Alles gut. Alles gut. Junge, wenn das keine komischen Tower-Spots hätte, dieser Scheiß-Move. Oder Weak-Hits. Das war's wohl, Digga. Nein, stimmt! Oh mein Gott. Tschüss, abgestochen. Tschüss. Digga, einfach mit Down-Tilt gekillt, Junge. Air-Dodge hat mich geäfft. Glaube dir. Glaube dir. Egal, Patty, Digga. Du kannst nochmal deine Revanche dir gönnen. Okay, aber erstmal machen wir einen Banger an. Patty wins Musik, Junge, dann fühlen wir uns wie im Patty wins Stream. Wir fühlen uns wie im Patty wins Stream, Jungs. In deinem Stream läuft Ente-Musik, in meinem Stream läuft Patty Wins Musik, Digga. So ein Ding ist das. Alter. Alles gut bei 20% der Move S. Scheiße. Oh, der hat Read. Tschüss. Nice.
Ja, du hast schon gestern gerochen, Junge. Warte, Digga, was passiert? Tschüss. Scheiße! Scheiße, Mann! Ich wollte es nicht, Junge. Er teabaggt mich, obwohl er gebumst wird. Nein! Das wäre die krasseste Combo ever gewesen, Mann. Junge, dieser Banjo ist zu clean einfach. Siehst du, wie krank dieser Banjo ist, Shotty? Siehst du es? Siehst du es, Junge? Kannst du es spüren? Können sie es spüren, Party Wins, Digga? Junge, Alter. Hab dich nicht angestrengt. Das Game. Glaube dir. Digga, dabei habe ich extra Party Wins Musik angemacht, Digga. Tschüss. Denkst du dich das nächste Game an, Diggi? Wir werden es erfahren. In wenigen Sekunden. Aber du schwitzt mehr gegen mich als gegen Matchbox. Bro, for real, gegen diesen Pika, ich habe gar nicht angestrengt. Ich streng mich gerade gegen dich mehr an als gegen diesen komischen Pikachu. Gegen den habe ich nur irgendwas gedrückt. Ich hätte sogar gewonnen, Junge, hätte ich einfach Up-Tilt statt Up-Smash gedrückt, Digga. Aber ich habe mit zu viel Mix-Ups von Smashbox-Leuten gerechnet, Digga. Mit zu vielen Gehirnzellen, Digga. Tut mir leid. So ein bisschen um die Ecke denken, Digga, aber nein. Scheiße, wenn die Mate explodiert hätte. Egal, hat trotzdem funktioniert. Aber ich sag ehrlich, es liegt auch an der Connection, Digga, weil gegen dich habe ich viel weniger Delay als gegen diesen komischen Pac-Man zum Beispiel. Gegen den konnte ich auch keine Kombos machen. Die Mix-Ups. Solche Mix-Ups meine ich, Digga. Solche Mix-Ups. Okay. Bam. Mein Bench ist zu krass. Mein Banjo ist. Ich glaube, mein Banjo ist in der V-Cup ready, Digga. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Hard auf hard, wie es ist. Mein Banjo, der bumst in der V-Cup. Aber kein Hit. Kein Hit. Ich mach jetzt Banger-Tracks an, Digga, ist ja geil. Guck mal, wenn ich also hier nicht kurz. Okay, Digga, ich bin gespannt. Auf einmal Louis tut wieder irgendwas runterladen, Digga, was geht ab?
Oh mein Gott, wollte ich ihn beenden. Ach du Scheiße. Digga, wenn die Abwehr einfach killen würde, wäre so krank, dann wäre der Char direkt ein Tier höher, Digga. Ja, meine Gun-Kombos sollte ich auf jeden Fall auch wieder verbessern. Ach du Scheiße, gell? Okay. Mir grad fühlt sich der Banjo smooth an, ich sag ehrlich. Da habe ich den Wonder, da habe ich den Jump geredet, Junge, geredet. Ich wusste nämlich, du machst da die Ex. Digga, ich brauche einen besseren Banger. Das hier ist ein Banger. Junge. Ey, ich glaube, du hast dich verschrieben. Ich glaube, du hast gemeint, dass du rasiert wirst, Digga. Aber keine Sekunde, ich werde kurz rasiert. Das wolltest du schreiben, ja, Digga. Scheiße, Junge. Ja, der Banjo ist smooth, Junge, ist ja gar nicht. Ich sag halt auf Watch, wie es ist, der Banjo ist smooth. Tschüss, wie er counterpickt, Junge. Wie er jetzt die Counterpicks raushaut, Junge. Tschüss. Also, ich zeig dir natürlich kurz, wie man rasiert wird. Auch mit anderen Chars. Ach du Scheiße. Kann das eigentlich sein, dass das dich gekillt hat? Das ist so schwer mit diesem Char zu killen, Junge. Wenn du seine Confirms nicht kriegst. Oder ein Grab. So schlimm. Ja, Mann.
Aber ich will nichts sagen, ne? Aber gegen Takeo ist schon offline um einiges gechillter als online. Oder gegen Estern auch eigentlich. Und das sind die einzigen Ikes, gegen die ich jemals gespielt habe, so, ne? Deswegen ist mein einziger Vergleich. Junge, er denkt jetzt auch, er ist krass, Junge. Egal, ich schieße ihn jetzt kurz. Ja, genau! Er hatte so Glück, Digga! Oh mein Gott, Wonderwings so ass, Benjo ist so kacke, Junge! Ja, Benjo muss halt auf 50-50 relyen und um zu killen, Digga. Das hat gerade so gekillt bei 150, Digga. Downthrow, geil. Bester Move. Oder er kriegt halt diesen cheesy ass Wonderwing Offset. Hier, siehst du, was ist das für ein Scheiß? Hier, das meine ich. Ja, genau, Alter! Das war, Junge, what the fuck? Nicht mal das bringt was, Junge. Man kann es trotzdem leben. Ist es lame. Ist es lame, Alter. Bro, ich habe eigentlich diesen letzten Song so perfekt gespielt, Junge. Recovery. Bro, diese Recovery, Junge, dass du da zurückgekommen bist, ist eigentlich Kriegsverbrechen, Junge, ohne Scheiß. Boah, Top 100 Spieler auf Matchbox. Was geht, Hello, Fellow Top 100 Spieler Typ da auf Smashbox? Was geht? Ja, ich habe gerade ein bisschen Smashbox gespielt, spielen wir ein bisschen gegen Party Ruins Ike, weil wir Bock haben. Aber ich habe eigentlich bei Smashbox gerade nur ein bisschen. Komische Char, bisschen Chars gelappt. Also ich tryhard's jetzt nicht. Wenn ich es wirklich tryharden würde, würde ich halt einfach die ganze Zeit Steve spielen und dann halt mit Mim einen Counter picken. Wenn ich weiß, okay, das Matchup, ich muss gegen Snake oder so, aber Bro. Hab ich Retalk keinen Bock. Also man kriegt ja eh nichts auf Smashbox, wenn man hoch ist, ne? Deswegen ist es mir nicht worth zu tryharden. Oh. Der Downtilt ist es. Der Downtilt ist es. Ja, ich hab auch vorhin gegen so eine Min-Min gespielt. Die war irgendwie Top 10 da. Die hatte irgendwie so, keine Ahnung, über 19.000 Punkte. Ich hab die ja mit Steve relativ gut besiegt. So, ne? Weil da habe ich actually Steve genommen, weil da hatte ich jetzt wirklich keinen Bock, Banjo zu spielen. In dem Matchup. Ja, ich wollte mal kurz zeigen, wie das Matchup even ist. Das war mir auch wichtig. So ein wichtiges Statement. Wack. Ein Min-Min-Spieler mit viel, viel Elo. Ja, ja, der hatte irgendwie sau viel Elo. Aber irgendwie habe ich gar nicht so krank viel Elo bekommen dafür, dass der so hoch war. Ich habe irgendwie nur so 40 oder so bekommen. Ja, eigentlich war das stupid, auf Stage zu gehen, ne? Der war eh tot, aber egal. Ich wollte stylen.
Warte, Digga, hör mal auf, so viel Adot zu machen. Geil, Mann. Die Side-B hat ihn einfach aus dem Leben genommen. Die Side-B hat ihn aus dem Leben genommen. Mescool, der war nicht schlecht. Bro, Mescool ist so Top 20 EU gerankt oder so. Okay, das Next Game hole ich, da muss ich weg. Bro, du holst gar nichts, Junge. Du wirst gebomst. Party, Digga, du wirst gebomst. Auf entspannt. All or nothing this game. Okay, Bruder. Dann viel Spaß dabei. Wenn du gebumst wird. Als ob. Bro, ich sterbe 80 von der Nähe, Junge. Wenn ich 10-mal besser gespielt habe, Digga. Bro. Ja. 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 Das ist wohl over, Digga. Kennst du einen Markus, der meinte, du bist schl... Ah ja, genau, Digga. Ich hab keine Ahnung, wer dieser Markus ist, aber ist auf jeden Fall ein scheiß Loser, Digga. Der soll mal fucking. Das soll er mal zeigen, so, ne? Das soll er mal zeigen, Junge. Digga, ich würde dir wahrscheinlich mit Banjo besiegen. Dieses Game ist nass. Okay, Bro. Du kriegst so viele Last, bis du einmal gewinnst, Digga. Ach du Scheiße. Aber die Stage ist kacke, Junge. Bro, du kriegst so die Most Broken Stage Fight jetzt, Junge. Hier, Party, Digga. Das sind die Confirms, die man braucht.
Die Rivals 2 anschauen? Nee, Mann, juckt mich. Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Also ich mag ja gern so Smash-Klone, aber nur wenn das so irgendwelche Smash-Klone sind, wo so Charakter sind, die mich auch actually interessieren, so wie bei Nickelodeon. Wenn das einfach nur irgendwelche Random-Chars sind und nur gutes Gameplay hat, juckt mich das ehrlich gesagt gar nicht. Boah, die Get-Up-Attack hast du 100 Mal gemacht schon, Party, Digga. Das war eigentlich ein Up-Smash. Das war's. Das wäre eigentlich schon gewesen. Das Ori und Shuffle knallt. Shovel knallt. Games. Boah, solange ich da nicht SpongeBob spielen kann, habe ich keinen Bock aufs Game mehr. Bam. Auch wenn Shovel Knight schon cool ist, sag ehrlich, aber Ori habe ich nie gespielt. Glück gehabt, GG's. Party, Digga, ich glaube, mein Venge ist zu krass. Ich kann da nichts machen gegen, Digga, tut mir leid. Nicht mal SpongeBob Main, du hast Jenny gespielt. Junge, weil Jenny cooler ist, Mann. Okay, ja, Junge, ich hätte SpongeBob gemeint, wenn Jenny nicht da gewesen wäre. Dann hätte ich den. Ich hab den ja im ersten Teil gestohlen. Ey, nicht so clean wie irgendwie meiner. Digga, meiner viel besser, Junge. Deiner wurde mad gebumst. Deiner wurde mad gebumst, Junge, aber kein Hate. Zeig dir Last Game. Last. Bro, wie viele Last Games gab's bei dir schon, Junge? Locker so 5 Stück hast du schon gemacht. Bro, ich hab gerade verwechselt, wer ich bin. Ich dachte actually, ich bin du. Bro, ich bin unbesiegbar im Banjo Dittos, Junge. Ich würde da Toriguri selbst besiegen, Junge. So krass bin ich in diesem Ditto. Bro, wenn Toriguri könnte mein Steve bumsen, aber mein Banjo nicht, Junge. Da wird er gebumst werden. Bro, nicht mal ein Jablock. Nicht mal ein Jablock, Diggi. Wenn es nicht so seitlich senden würde, wäre schon clean. Fuck, ich wollte dich so finishen. Ich wollte dich so hart finishen, Digga. Es ist so, Junge, das wäre jetzt so gekillt. Und mal dieser Jump danach, Junge. Bro, what the fuck? Die Nate hat gerade gar nichts gemacht.
Bro, what the fuck? What the fuck? Nix wird gemasht. Nix wird gemasht, Junge. So Mix-Offs. Scheiße, Mann. Der Charles S. Der Charles S. Er kann doch nix, ist so, Junge. TG wird gebumst werden, sag ich ehrlich. Aber nur aber im Banjo-Detonor, Junge. Mein Banjo hat selbst Kaisen noch gewumst, Junge. Im Banjo Ditto. Ich bin zertifizierter Banjo Ditto Meister, Junge. Okay, disrespect mir noch. Junge. Wie oft willst du noch gegrabt werden? Also ja, Digga. Okay, Patty, was sagst du zu meinem Banjo? Der ist schon geistkrank, oder? Du willst, darfst du dich nicht treffen lassen. Der Banjo ist echt... Ja, Bro, du wurdest 30 Mal gegrabt in 5 Sekunden, Junge. Mein Banjo clean, Junge. Ich sag ehrlich, wie ist mein Banjo eigentlich? Mein Banjo, krass. Wenn ich bei dir Hause für NRW Cup, ich kann dir Coaching geben, alles gut. Digga, der andere Banjo hatte Augen zu. Bro, er ist mitten im Game eingepennt, Digga. Hat nix gesehen. Bro, wenn dein Bär blind ist, dann kann ich nix für, Bruder. Haust auch einfach bei Party. Digga, wir machen Dreier Triad Rotation, Digga. About that. Wenn der sagt, er kann nicht hausen, Digga. Gib dir Snake Trading, Bruder, der braucht kein Snake Trading, der Bastard. Willst du Raum teilen oder lieber alleine? Boah, ich bin ehrlich, ich will lieber alleine, aber wenn BJ nichts anderes hat, dann kann er auch kommen, so, ne? Dann kann er auch hausen. Also an sich wäre mir schon lieber Raum alleine, ne? Aber wenn BJ keine andere Option hat, dann kann er auch bei. Dann können wir auch Raum teilen, so. So würde ich sagen, so, ne? Also, ich hätte da jetzt per se kein Problem. Aber nur, wenn er halt nichts anderes hat, ne? Wenn er noch irgendwas anderes findet, dann kann ich gern auch alleine chillen. Bei weiterem. Hey, Junge! Ey, ich... Tapsi, Junge, Ruhe! Hier, Party Wins wird nicht getimeoutet. Der darf mashen. Musst du noch Luis überreden. Stimmt! Hast du gehört? Ja, Digga, er muss Luis überleben. Tapsi, Digga, hast schon Luis Bescheid gesagt? Luis und werden safe Freunde, Digga. Bro, das wird so scuffed, Junge, mit BJ Housing. Ey, Junge, Tapsi muss auch vorbeikommen dann, Digga. Wir chillen dann wieder auf Dachterrasse, Junge. Das wird geistkrank. Bro, wir chillen auf Dachterrasse mit BJ, Junge. Ich sag ehrlich, wie es ist. Digga, ich brauche mehr bessere Banger-Tracks, Junge. Es geht denn jetzt wieder ab, Junge. Das ist ein Banger-Track. Party, Digga, hör zu, das ist ein Banger-Track. Ich kenne weder BJ noch Luis. Schäm dich, Nero, schäm dich. Das sind Legenden, Junge. Ich sag dir ehrlich, die muss man kennen. Du weißt. Also Party hat kein Problem damit, anscheinend. Hast du diesen Banger-Track, Party, Junge? Den würdest du auch gerne haben, ich weiß. Aber kein Hate. Okay, Alter.
kenne Tapsi, das reicht doch, oder nicht? Boah, Junge, nur Tapsi kennen? Du musst auch noch Bunanito kennen, ne? Das ist auch wichtig. Wie Jay Snake aus NL. Niederlande. Bro, der war beste EU-Snake, da hat Tapsi noch nicht existiert, Junge. Da war der noch in Planung, so musst du überlegen. Da war Tapsi noch nicht geboren, Junge. Party wieder am Haten, aber ist alt. Guck mal, Figi, hat dein Char so viele GSP-Party, Digga? Deine Mimmen krank viel. Ich finde euer Gespräch sehr unterhaltsam, Jungs. Okay, Jungs. Ich mache jetzt noch ein Match. Ein Game Pokémon. Ranked. Ranked in Pokémon. Ich muss nämlich kurz zeigen, wie heftig ich in Pokémon bin. Und dann machen wir Stream aus. Ich will nur Westhausen gönnen. Und wenn er mit den anderen in der Raum pennt, dann ist das kein Kasshaus. So. Junge, ich muss euch zeigen, wie heftig mein Team ist, Alter. Guckt euch dieses kranke Team an, Digga. Ich schwöre, dieses Team ist geistkrank. Das Team ist heftig, Junge. Okay, chillt, Jungs, chillt. Die Scheiße muss laden, Digga. Dauert ein paar Jahre. Aufentspannt. Okay. Dieses kranke Team, Mann, Junge. Digga, ich hab actually ein paar Leute nach. Ich hab den Oti genannt. Der ist noch von. Der ist noch von Schwert und Schild, Junge. Ich weiß nicht mal, wieso ich den Oti genannt hab. Digga, der Dude heißt Bonino. Direkt muss der Bonanito heißen. Die haben actually auch alle perfekte EVs, ne? Also, bei denen ist so gewollt, dass so ein Ding ist. Ja, Mann. Das Team ist geistkrank. So, dann zocken wir jetzt noch eine Runde Ranked. Locker, ich krieg irgend so einen Sweat, Junge. Den ich gar keinen Bock hab. Aber egal, was willst du machen. Ach ja, ist ja neue Liga, Digga. Hab nur zwei Games, aber ich war letzte Season war ich Top 10.000 oder so. Also schon ziemlich stabil. Ach stimmt, scheiße, man hört ja die Musik. Ich glaube, man hört die scheiß Musik hier, Junge. One Unite mit Putty. Digga, wenn Meloetta in Unite kommt, dann zock ich Unite. Aber kommt eh nie, Junge. Junge, der sagt mir schon seit 2 Jahren, dass Meloetta irgendwann kommen soll. Die ist nie gekommen, Junge. Bisher nie gekommen. Ich zock das Game nicht, Junge. Es was? Ja, okay, dann kann ich jetzt immer die Mucke hier ausmachen. Warte, ich muss mal die Musik hier wegmachen in den Game. Das fuckt das nämlich ein bisschen ab. Digga, ich bumse in Pokémon, kein Hate. Das Pikachu, das reicht doch endlich, stell dich mal nicht so ein Dick. Junge, ich will kein Pikachu, Junge, das ist. Das ist. Ich würde Bonino auch zocken in Pokémon Unite. Und gibt's Bonino? Nein, Digga, gibt's nicht. Weil ass Game. Aber kein Hate. Hä? Digga, aber ich hab doch Musik ausgemacht. Ja, vielleicht ist nur in-game. Also ich denk mal, in-game, also wenn du kämpfst, dafür zählt die Musik. Also schätze ich jetzt mal, ne? Okay, boah, der spielt ein Rain-Team, Junge. Okay, wir brauchen auf jeden Fall, boah, Junge. Das ist ein hartes Team, Junge, hartes Team. Der spielt Rain-Team, das ist... Digga, der spielt... Bruder, guck, ich krieg den größten Sweat, Junge, den größten Sweat.
Der größte Sweat, Junge. Guck ihn diesen Bastard an. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Olangar, damit wir Lichtschild setupen können. Boah, wollen wir Bonanito nehmen? Okay, wir nehmen auf jeden Fall ihn, weil wenn er Rain Team spielt, dann brauchen wir jemanden, der bumsen kann, ne? Und, boah. Entweder ihn oder ihn halt. Weil ich denke mal, er nimmt diesen scheiß Iron Spast mit, Digga. Und der wird mies abfucken, so, sag ich gleich ehrlich, wie es ist. Deswegen, boah. Schwierig. Wir nehmen Bonanito mit. Okay, Jungs, das ist der Squad. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Hardread, dass er nicht, Regieleki mitnimmt, Digga. Weil wenn er Regieleki mitnimmt, bin ich, glaube ich, gebumst. Aber was willst du machen, ne? Weil Regieleki kann ich ja nicht paralysieren und so. Okay, aber den kann ich paralysieren. Der kriegt direkt erstmal eine Paralyse in die Fresse. Der kriegt erstmal eine Donnerwelle aufs Maul. Hä? Der Terrat? Nee, das ist Singles. Ich spiele immer Singles da. Hey, hört man die Ingame-Mucke eigentlich jetzt noch? Okay, der ist so schon mal gedonnerwelt, das ist schon mal nice. Und er hat seine Terra gewastet, also was heißt gewastet? Auf jeden Fall. Nice, es kann nicht handeln, wie gut. Wir haben schon mal nice, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal einen Reflektor setzen. Jetzt können wir schon mal einen Reflektor setupen. Ist auf jeden Fall sehr nice. Ja, jetzt will er Regen setupen, dieser Bastard. Aber egal, wir haben ja das, das Lichtleben. Damit können wir, da kriegen wir drei extra Reflektor-Dinger raus. So. Abgesang. Okay. Das ist interessant. Hat er eine Fähigkeit, mit der ich nicht switchen kann? Jetzt würde ich actually zu Regieleki gehen. Oder zu Bonino. Ich würde actually versuchen, den nochmal eine Donnerwelle reinzuhauen. Einfach nur, um zu sehen, was er jetzt macht. Hä, der macht nochmal Abgesang? Locker hat er gedacht, ich wechsle. Aber ich bleibe auf jeden Fall noch eine Runde drin. Und danach wechsle ich erst. Ich mach noch einmal Seelenbruch. Ich will sehen, wie viel Damage das macht. Macht nicht so viel Damage. Ah, er hat einen Fluchtknopf? Boah, was hat der für ein weird-ass Team, Junge? Er hat so ein scuffedes Team, Junge, ich sag ehrlich, wie es ist. Ah, jetzt kommt dieser Bastard. Das ist definitiv ein Schwanz. Braucht mal Bonino. Da brauchen wir auf jeden Fall Bonino. Der muss bumsen. Das Problem ist, dieser Stromstrahl, der ist bei, bei Regen, Digga, da kann er den instant machen. Das ist halt total broken, Alter. Übertrieben OP, Alter. Aber egal, es hört auf zu regnen, das ist sehr gut. Ich muss einen Ableitief machen, Digga. Ich kann keinen Protz arrestieren, glaube ich. Deswegen muss ich jetzt einen Ableitief drücken. Ich würde gern setupen, ja. Egal, mal gucken, was er noch reinsendet.
diesen Schwanz. Ja, dann kann er halt gleich nochmal diesen Bastard da holen. Okay, aber ich glaube, ich könnte eine Runde nochmal Protzer rauskriegen. Und ich habe immer noch Regeleki, der hat, kann sich zu Terra Eis machen. Und damit könnte ich ihn dann bumsen. Diesen komischen Bastard, Viech da, was der da hat. Weil ich glaube, weil das Ding müsste eine Vierfachschwäche gegen Eis haben. Auf jeden Fall sehr nice ist. Der stallt, Alter. So ein Knecht, Junge. Okay, wenn ich jetzt hart guessen müsste. Okay, er wird es wahrscheinlich eh nicht machen, aber. Aber. Ich gehe. Der denkt jetzt, macht Gift-Hieb. Vielleicht habe ich Glück und er switcht in das Ding rein, weil er denkt, ich mache Gift-Hieb nochmal. So, ne? Deswegen mache ich jetzt Ableit-Hieb. Weil Gift ist ja, hat ja null Effektivität gegen Stahl. Okay. Vielleicht habe ich meinen Heartread geschafft. Ich habe meinen Heartread geschafft. Jungs, ich habe meinen Heartread geschafft. Junge, schau ihn an. Bam. Ich hab's gewusst, Jungs. Ich hab's gewusst. Habt ihr gesehen? Diesen Big Brain Play. Diesen Big Ass Brain Play, Jungs. Wie kann man so heftig diesen Game sein, Digga? Wie kann man so krank sein, Digga? Competitive Pokémon Spieler, Digga. Ich sag ehrlich, wie es ist, Jungs. Competitive Pokémon Player. Scheiße, Digga. Bin ich gut in diesem Game. Für Kids, Alter. Ich bin zu krass in diesem Game für Kinder, Digga. Ist unfassbar. Okay, was mache ich mir jetzt? Wird actually noch mal ein Gift-Hieb reinknallen. Ja, dann kann Bonino nämlich noch mal seinen Boost ausnutzen. Sehr gut, sehr gut. Nice. Dann kann ich den mit Olanga finishen. Oder sogar mit Regeleki, Digga. Muss ich mal gucken. Egal, Bonino hat seinen Job gut erfüllt, würde ich sagen. Jetzt kann Regeleki den Rest machen. Ich glaube, ich müsste ja noch Lichtschild gesetzt haben. Habe ich noch Lichtschild-Runden? Ich habe kein Lichtschild mehr. Egal, aber der wird die nicht killen. Der wird die nicht killen. Der wird die nicht killen können. Okay, mit Regen könnte er ihn actually killen. Das macht mir ein bisschen Angst. Deswegen gehe ich jetzt erstmal raus und werde mit Olanga einen Reflektor nochmal setzen. Nee, ich hab Life-Off auf den. Deswegen, ich gehe raus und setze nochmal einen Reflektor, damit ich mit Olanga, damit er dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er seine Prio-Attacke überlebt, weil er hat halt diesen scheiß Düsen-Typ. Und eventuell kann ich noch ein paar Runden stallen, so. Oh, und er darf nicht angreifen, deswegen die Paralyse sehr gut. Deswegen ist die Paralyse sehr nice. Wir machen auf jeden Fall Reflektor nochmal. Sehr nice. Und vielleicht kann sogar Olanga den Job hier erledigen, das wäre natürlich auch nice. Oh, ich krieg die zweifache Para, Digga, die zweifache Para. So ein Ding muss das sein, so. So muss das sein, Jungs, so muss das sein. Ich denke, Olanga wird ihn finishen. Ich denke, Olanga wird ihn finishen. Ich glaube, der Düsenhieb wird nicht killen, weil Olanga sehr bulky ist. Und, oh mein Gott, Junge. Kann man so viel Pech haben, Digga.
Boah, das ist jetzt scheiße, Alter. Ja, aber er hat eine Prio-Attacke. Er hat eine Prio-Attacke. Diese Paralyse ist egal. Es hört aber auf zu regnen. Okay, komm. Ey, Regileki, du überlebst das jetzt, ne? Du überlebst jetzt einen beschissenen Ding. Schnell ist das Fibor. Das ist nichts mit Schnelligkeit zu tun. Das Ding hat eine Prio-Attacke. Eine Prio-Attacke ist scheißegal, ob das Ding ist oder nicht. Siehst du, er darf Düsenhieb nochmal machen. Komm, Reflektor. Ja! Der Reflektor, Jungs! Ich hab gesagt, der Reflektor, Jungs! Seht ihr das? Dieser gute, dieser beste Pokémon-komplette Spieler der Welt, Digga! Ich bin Weltmeister, Junge! Ich habe alles durchplant, Digga! Alles mein Big Brain von vorne bis hinten geplant, Digga! Bam! Ich bin so gut in diesem Game, Digga! Tschüss! Ich hoffe, ihr habt gesehen, Digga! Ich hoffe, ihr habt gesehen! Scheiße, Digga, bin ich gut im Pokémon. Ich bin heftig in diesem Game für Kinder. Aber egal, Jungs. So. Haben wir nochmal die Ding? Dann gucken wir nochmal an, was, wie weit höher ich noch bekommen bin. Digga, ich habe so wenig für diesen Schwanz bekommen, Digga. Wie ass. Egal, Jungs, aber ich bin Pokémon-Weltmeister. Das hat nichts mit der Inne zu tun. Wie gesagt, Junge, ich erklär's dir jetzt. Schau mal, dieser Düsenhieb ist eine Prio-Attacke. Und er hat keine Prio-Attacke. Also er ist zwar das schnellste Pokémon im Spiel, aber er kann das halt umgehen mit einer Prio-Attacke. Und Düsenhieb ist eine Prio-Attacke. Und dann ist quasi sein Move auf plus 1 Init gesetzt. Und er hat halt keine Init, er hat halt keine Prio-Attacke so. Heißt, ist egal wie schnell ich bin, wenn du auf plus 1 Init bist von deiner Attacke her, dann ist es scheißegal, wie langsam du bist im Vergleich. Sondern dann ist die Prio-Attacke immer schneller. Die Init hat dann nur noch was dann zu tun, wenn ich jetzt auch zum Beispiel eine Prio-Attacke hätte, dann wäre nämlich meine Prio-Attacke schneller als seine Prio-Attacke, weil wir beide quasi auf plus 1 wären von der Schnelligkeit her, ne? Deswegen habe ich auch extra, bin ich nicht auf Regileki geblieben, sondern bin nochmal auf Ulangar gegangen und habe den Reflektor gesetupt, damit der Regileki eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass er das überlebt. So ein Ding ist das. Nee, mit Bizarraum ist actually auch so, wenn eine Prio-Attacke ist, trotzdem plus 1. Heißt, im Bizarraum ist deine Attacke trotzdem schneller so, ne? Das Einzige, was Prio-Attacken umgehen kann, ist ein Psychofeld. Also wenn du ein Pokémon hast mit einem Psychofeld, das tut nämlich alle Prio-Attacken umgehen. Also dann kannst du quasi keine Prio-Attacken mehr einsetzen im Psychofeld. Das ist das Einzige, was Prio-Attacken kontert. So, ne? Man merkt, ich kenne mich ein bisschen aus mit Pokémon. nicht nur Smash-komplette Spieler, auch Pokémon-komplette Spieler. Ihr wisst Bescheid. Egal, Jungs. War ein nicer Stream. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Es waren ja tatsächlich ein paar mehr Leute, als gedacht hätten, ne, dafür ist ein Stream. Ich muss noch ein bisschen Stuff machen, so, ne, wisst Bescheid. Ich bin heftig im Pokémon. Lasst gerne ein Follow da, wenn ihr noch nicht gemacht habt, ne? Und man sieht sich dann beim nächsten Stream. Keine Ahnung, wann der sein wird, aber irgendwann werde ich bestimmt wieder mal einen Stream machen. Also. Haut rein, Jungs. Ich denke mal, wir können niemanden mehr raiden, ne? Egal, Jungs. Ich mach einfach mal aus. Man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.